Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist der 1. Mai und ich bin gerade auf dem Weg nach Diedershausen ins Schönstadtzentrum, wo die Schönstadtschwestern einen kleinen Motorradgottesdienst ausrichten, dieses Jahr schon zum 4. Mal. Und da ich in Diedershausen mehr oder minder aufgewachsen zur Schule gegangen bin, ist das natürlich immer was ich recht gerne unterstütze und mit meiner Präsenz sozusagen unterstütze. Weil es ist ja schon so, dass das Schönstadtzentrum ist ja eigentlich ein relativ großer Kasten für Diedershausen. Ist irgendwie in den 70ern gebaut worden und war auch immer gut gefüllt, aber natürlich haben auch die Schönstadtschwestern mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Und dazu kommt natürlich auch noch, wie gesagt, in den 70er Jahren gebaut. Da war das noch ohne Rücksicht auf Verluste, was, glaube ich, so Unterhaltskosten angeht mit Heizen und Strom und sowas. Und für die ist es, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu teuer geworden. Deswegen ist der große Kasten in Anführungszeichen ja mittlerweile verkauft worden an die Caritas, die dort halt minderjährige unbegleitete Flüchtlinge im Moment beherbergen. Und nur noch so ein kleiner Kern, ich glaube an die 10 Schwestern, sind verblieben in dem ursprünglichen Haus. Das große Teil da hinten, das ist übrigens das Schönstadtzentrum. Und natürlich das kleine, recht urige Kapellchen, wo jetzt auch dann gleich der Motorradgottesdienst stattfindet. Der ist natürlich, kann hier nicht anstinken gegen den großen, den wir hier in der Gegend haben, in Heimbach, der jedes Jahr doch immer ziemlich viele Motorradfahrer an sich zieht. Aber nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, ein schöner, kleiner in dem Kapellchen. Das macht immer ein bisschen was her, finde ich. Der Pfarrer, der das immer macht, ist auch recht lustig, selber Motorradfahrer. Also von daher ist das immer eine ganz nette Veranstaltung. Ja, und damit wieder mal genug gefaselt und guckt es euch einfach selber an. Ich freue mich, dass wir an diesem wunderschönen Tag miteinander in den Mai starten können. Auf unseren Straßen geht es sehr oft zu rabiat zu und viele glauben, sie sind alleine auf der Straße. Seid ihr Botschafter des Friedens, und zwar durch euer Verhalten. Zeigt denen, die mit Hektik über die Straßen donnern, dass es auch anders geht. Heaven's an angel. Heaven's an angel.
vorhin noch gesagt, der Facher ist selber Motorradfahrer. Offensichtlich hat man heute halt 9. Ich finde, er hat es echt auch gut gemacht, obwohl man deutlich sehen konnte, dass er so wirklich gar nichts mit Motorradfahren eigentlich am Hut hat. Allein schon an der Wortwahl, dass er die ganzen Anwesen immer als Rocker bezeichnet hat, allerdings im nett gemeinten Sinne, zeigt schon, ich denke mal, dass von denjenigen, die da waren, wenn überhaupt welche, ein Bruchteil nur von sich behauptet, ein Rocker zu sein. Alles andere will sich, denke ich mal, glaube ich, einfach als Biker oder als Motorradfahrer sehen. Aber wie gesagt, der hat das eigentlich recht schön gemacht. Ja, und jetzt sind wir also hier auf der anschließenden Ausfahrt. Ist das erste Mal, dass ich es wirklich packe, da mal mitzufahren. Und ich gucke es mir jetzt einfach mal an. Mal gucken, was es streckenmäßig zu bieten hat. Vielleicht kriege ich ja wieder erwarten noch die eine oder andere nette Strecke gezeigt bei der Rundfahrt. Und gucken wir einfach mal. Ansonsten habe ich heute schon mitgekriegt, gab es einen neuen Rekord an den Teilnehmern. 46 Motorrädern. Wenn man bedenkt, dass es mal mit 14 angefangen hat, ist das eigentlich ganz ordentlich. Okay. Ich lasse vielleicht noch so ein paar Bilder durchplätschern, aber ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss!